Hallo. Hallo. Ich bin Rüdiger. Und ich bin Cordula. Und wir lesen euch jetzt eine Geschichte vor. Eine ganz besondere Geschichte. Ja, die haben wir uns nämlich selber ausgedacht. Dann haben wir die aufgeschrieben. Und dann ist daraus ein Buch gemacht worden. Ein Pixie-Buch. Die kennt ihr alle, die Pixie-Bücher, ne? Ich denke, ja. Genau, und den kleinen Waldkobold Pixie haben wir auch dabei. Und der guckt und hört so gerne zu. Und darum ist er heute dabei. Genau. Und welche Geschichte lesen wir? Die verzauberte Hexe. Zu dieser Geschichte hat Sabine Leglin die Bilder gemacht. Und das hat sie, finde ich, ganz wunderbar gemacht. Ja. Okay, die verzauberte Hexe. Die kleine Hexe Merle zaubert nicht gerne. In der Hexenschule passt sie nie besonders gut auf und Zaubersprüche auswendig lernen findet sie total langweilig. Meistens verzaubert sie sich, weil sie ein Wort vergisst oder den Zauberstab falsch schwingt. Sieht man auch, sie hat da, liegt da schon wieder, die anderen üben und lernen und sie hat die Augen zu und die Füße hochgelegt. Sie träumt. Ja. Macht nix, sagt sie. Dafür kann ich super gut nähen. Und das stimmt. Merle hat sich alle ihre Hexenkleider selber genäht und die sehen wirklich toll aus. Da hängen welche, ne? Da und ja. Da. Schön bunt. Eine komplette Schneiderwerkstatt. Ja. Merle, ruft die Nachbarin, die Hexe Zwirbelspitz über den Gartenzaun. Hast du heute schon gezaubert und geübt? Mach ich heute Abend, sagt Merle. Jetzt habe ich keine Lust. Vor dem Schlafengehen sagt Merle den Lichtauszauberspruch auf. Ixe, bixe, kleine Maus, Licht sei dunkel und geh aus. Und plötzlich ist sie eine Maus. Ach du Schreck, sie hat sich selbst verzaubert. Nun ist der Zauberstab viel zu groß. Wie soll sie sich jetzt zurückverwandeln? Sie versteckt sich unter ihrem Kopfkissen und denkt nach. Dabei schläft sie ein. Am nächsten Morgen besucht Merle die Hexe Zwirbelspitz. Kannst du mich bitte zurückverwandeln? Fragt sie. Aber die Nachbarin versteht keine Mäusesprache. Sie hört nur Piepsel, Fiepsel, Pieps. Das hört auch der alte Hexenkater und springt von der Fensterbank. Merle schafft es gerade noch rechtzeitig durch die Tür. Da. Das ist doch gefährlich jetzt für Merle. Merle läuft zur Hexenschule. Bestimmt kann ihr die Hexenlehrerin helfen. Aber die fürchtet sich vor Mäusen. Igitt! Kreischt sie, als sie Merle sieht und springt auf ihr Lehrerpult. Hau sofort ab oder ich verzauber dich in eine Moorrübe. Merle macht, dass sie wegkommt. Vor Mäusen braucht man sich eigentlich nicht fürchten. Ratlos hockt sie sich unter einen Pilz am Waldrand. Plötzlich streckt sich eine Hand nach ihr aus. Huch, eine Maus, hört sie eine Stimme von oben. Na, du siehst aber traurig aus. Ein Mädchen hockt sich vor Merle hin und nimmt sie behutsam in die Hand. Ich bin keine Maus, piepst Merle. Ich bin eine verzauberte kleine Hexe. Kannst du mir helfen und mich zurückverwandeln? Ich kann leider nicht zaubern, sagt das Mädchen. Merle lässt den Kopf hängen. Doch dann hat sie eine Idee. Wie heißt du? Tine. Das ist ein super Hexenname. Willst du zaubern lernen? Oh ja, freut sich Tine. Sie laufen zu Merles Haus.
Hat sie aber noch mal Glück gehabt, ne? Mal gucken. Tine schaut in Merles Zauberbücher und fängt sofort an zu üben. Zuerst klappt es noch nicht so gut. Tine zaubert grüne Gummifische auf das Sofa und einen Apfelbaum ins Badezimmer. Aber am Nachmittag kann sie schon 5 Zaubersprüche. Da sieht man, da sitzt Merle hier oben auf der Dusche. Probier mal den Fenster-zu-Zauberspruch, sagt Merle. Tine versucht es, aber das Fenster bleibt offen und ein Hase mit blauen Flügeln steht im Zimmer. Nochmal, piepst Merle aufgeregt. Tine verzaubert den Hasen in einen Papagei, der sofort zum Fenster hinausflattert. Super, freut sich Merle. Das war ein Verwandlungszauber. Jetzt könnte es auch bei mir klappen. Los! Der Zauberspruch ist nicht einfach. Tine muss ihn 3-mal aufsagen, bis es klappt. Aber dann. Murgel, Gurgel, Tintenklecks, aus der Maus Murgoliflex, wird jetzt Knie, Kna, Knisterperle, schnell die kleine Hexe Merle. Es macht plopp und Merle ist wieder da. Hurra, ruft sie, jetzt bist du auch eine kleine Hexe. Na, da haben sie es aber gut gemacht, ne? Gott sei Dank. Ja. Mit viel Übung. So ganz hat die Zauberei aber nicht geklappt. Merle ist ein klitzekleines bisschen zu groß geworden. Macht nix, lacht sie. Dann näht sie für sich und ihre neue Freundin Tine 2 wunderschöne neue Hexenkleider. Das kann sie nämlich am besten. Und Ende. Und Ende. Tschüss. Tschüss.